wir sind wieder back in the game und ich freue mich riesig. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen geplant und vor. Und es ist auch schon einiges passiert in den letzten Wochen. Jetzt ist die Frage, was interessiert euch am meisten? Wo fangen wir an? Seid ihr ready für die super News? Das hier ist unser neues Büro. Wird ein bisschen gemischt, ihr müsst dann immer so ein bisschen schalten, so ist das jetzt hier gerade Frieda, Charlotte, wie geht's hier? Es ist ein bisschen durcheinander, aber ich wollte mein Lebenszeichen da lassen, uns geht's super und ja, wir kuscheln uns jetzt hier ein. Gespannt, denn jetzt gleich geht es los. Wir schicken nachher den Newsletter raus mit dem Link zu Charlotte hat Durst. Ihr könnt aber auch einfach so auf die Website gehen. Und dann könnt ihr endlich auch diese super, super schönen, weichen, fairen Stillklamotten bestellen. Draußen so beschissen ist. Auf jeden Fall dürfen jetzt die Kinder einen schwarzen Hugo komplett voll sauen und danach hoffentlich wieder sauber machen. Ich zeig mal eben, wie weit es schon. Ja, es sieht doch eigentlich aus wie nach so einem ganz normalen Tag auf dem Spielplatz, oder? Ja, bei mir zu Hause. Ja, so sieht unser auch immer aus. Das ist die Anna. Anna, hast du alles angemalt? Ja. Und du, Oskar? Inklusive T-Shirt. Ist auch cool eigentlich. Ach, das T-Shirt auch. Oh ja, du machst noch Sand drauf. Ja, gut, das ist auch. Ja, wir machen heute mal wieder eine geile Spendenaktion und wir spenden heute alles, was wir umsetzen. Also bestellt ordentlich Hugos und dann gucken wir mal. Also wenn du 179 Euro für ein Hugo bezahlst, spenden wir 179 Euro an Fridays Future. Schwung Kretas ist weg und alle waren total begeistert und total lieb. Wir haben Plätzchen geschenkt bekommen und es war so eine gute Stimmung hier heute Morgen im Laden. Und ich freue mich, dass sie so, so super bei euch angekommen ist. Hi, heute ist der 1. Dezember, heute startet unser Adventskalender und wir haben den kooperations- und werbefreien No-Bullshit-Adventskalender für euch erfunden. Das heißt, Mareike, Tami und ich sind in die Stadt gefahren und haben einfach so getan, uns vorgestellt, wir würden einen Adventskalender befüllen oder machen wollen, basteln wollen für unsere beste Freundin. Was würden wir da rein tun? Und natürlich, wenn Geld keine Rolle spielt, also es sind auch ein paar teure Sachen geworden. Ja, und dann sind wir durch Siegen gedackelt den ganzen Tag und haben so coole Sachen gekauft. Wir sind in so ganz kleine Läden hier rein und haben ja, einfach Sachen gekauft, die wir cool finden, die wir selber gerne hätten. Ja, was ist passiert? Also, es hat jemand in der Hugo-Family seinen Hugo zum Verkauf angeboten. Das ist jetzt an sich nichts Ungewöhnliches. Genau dafür ist sie ja da, dass man kaufen und verkaufen kann. Aber sie hat halt so dabei geschrieben, irgendwie, dass es ihr so weh tut und dass sie eigentlich gar nicht will. Aber dass sie das Geld jetzt gerade einfach gerade vor Weihnachten an anderer Stelle dringender braucht. Und ja, was ist passiert? Hugo-Family hat mal wieder absolut, ach, ich liebe es einfach. Ja, alle haben zusammengelegt. Jemand hat ein PayPal-Spendenkonto eröffnet. Ich habe damit nichts zu tun. Und jetzt ist die Kohle. Ich bin schon wieder zu Hause. Ja, wir fahren nach Hamburg mit dem ganzen Team und wir freuen uns total. Und ja, ich habe ein Hotel gebucht, wir haben Tickets gekauft für König der Löwen und wir werden es uns richtig schön machen. Danke, danke, ihr macht das möglich durch euer Trinkgeld.